Es ist Mai, es ist warm, es ist leicht bewölkt, also nicht zu sonnig. Und die Erde ist feucht vom Regen, es hat schön lang durchdringend geregnet und damit die ideale Zeit, um die kleinen empfindlichen Pflänzchen rauszubringen. Und damit sage ich herzlich willkommen zum Gartenrundgang im Mai 2017. Ich bin hier im Beet meiner Ackerbohnen. Das schaue ich immer, dass es einigermaßen unkrautfrei bleibt. Die Ackerbohnen, die habe ich schon so Anfang März gesät. Geht auch schon im Februar. Die sind relativ kälteunempfindlich. Wir hatten im März ja noch so richtig kalte Tage und mit so einer Schneedecke hier. Jetzt achte ich auch darauf, ob die schon Läuse bekommen. Es wird jetzt so langsam Zeit, dass die Läuse dran gehen. Muss man ein bisschen aufpassen. Das sind diese schwarzen Läuse. Die kann man entweder einfach ignorieren oder so mit ein bisschen Brennnesseljauche behandeln. Wie ich die Brennnesseljauche mache, die zeige ich euch da oben in der Ecke. Und da spritzt man das einfach so ein bisschen drauf. Hilft nicht viel, aber so ein bisschen hilft's. Und außerdem düngt die auch ganz gut. Hier neben meinen Ackerbohnen und neben meinem schönen Knoblauch, da habe ich Fenchel gepflanzt und Knollensellerie. Achtet darauf, falls ihr diese Pflänzchen fertig im Gartencenter kauft zum Beispiel, dass ihr die Pflänzchen erst langsam an die Sonne gewöhnt. Sie würden sonst schnell verbrennen, denn in diesen Gartenfachcentern oder in den Gärtnereien, da stehen die unter Glas oder unter Kunstlicht und sind die Sonne noch nicht gewöhnt. Sie würden Verbrennungen kriegen und dann im Wachstum stark stocken. Deswegen langsam an die Sonne gewöhnen, das heißt erstmal ein bisschen rausstellen, kurz nur. Am besten auch raus in die Erde, erst wenn es bewölkt ist und nicht in praller Sonne. Ja, oh, halt ab. Ja, hier sind meine Bienen, da die Ackerbohnen, wo ich gerade Filmaufnahmen gemacht habe. Also genau in der Einflugschneise der Bienen. Das gefällt denen natürlich gar nicht. Mich hat gerade eine direkt ins Kinn reingestochen. Hoffentlich wird es nicht zu dick. Ja, mein Malheur mit meinen Bienen habt ihr ja vielleicht gesehen. Das Video verlinke ich euch mal da oben in der Ecke. Mir sind ja alle Bienenvölker gestorben. Hier die beiden, die habe ich neu dazu gekauft. Das nächste Malheur ist da, eines der beiden Völker, nämlich das rechte hier, das ist drohnenbrütig. Das heißt, die Königin ist gestorben und jetzt gibt es niemanden, der neue Eier produziert, also für Nachkommen sorgt. Und meine Bienchen hier, die sind entsprechend gerade schlecht drauf, ziemlich aggressiv, daher auch der Stich ins Kinn. Denn, wen wundert's, ja, sie haben keine Königin. Ja, was hier aussieht wie gelandete UFOs, das sind meine Schneckenkragen. Die finde ich ziemlich praktisch. Die mache ich einfach um jede einzelne Pflanze rum. Und somit ist jede Pflanze für sich selber geschützt. Ich kann hier nämlich nicht einen großen Schneckenzaun um meine Beete machen. Dazu sind meine Beete viel zu weitläufig, viel zu groß. Deswegen finde ich die ganz praktisch. Die kommen hier um die Pflanzen rum und schützen sie so einigermaßen gut vor Schneckenfraß. Sobald die Pflanze so groß ist, dass sie den Schnecken quasi davon wächst, dann kommen die wieder weg und es sieht dann nicht mehr ganz so hässlich aus. Ich habe hier Blumenkohl und Brokkoli gepflanzt. Gerade den Brokkoli kann man ja lange beernten, von der Sorte abhängig. Da macht man nicht einmal wie beim Blumenkohl den Strunk ab und damit ist Schluss. Gerade bei dem Brokkoli, Calabrese habe ich hier als Sorte. Da macht man irgendwann den Hauptstrunk ab und es wachsen kleine Strünke nach, die man immer wieder schön beernten kann. Also man hat lange was davon. Außerdem kann man es auch gut eingefrieren. Und somit habe ich den ganzen Winter über und auch jetzt habe ich noch in der Gefriere Blumenkohl und Brokkoli und wir können häufig davon essen. Hier habe ich mir eine Reihe Feldsalat hingesät und drei Reihen Karotten. Die kommen hier schon ganz schön. Jetzt hoffe ich nur noch, dass mir die Wühlmaus ein bisschen was übrig lässt. Denn letztes Jahr, siehe dieses Video, hat mir die Wühlmaus so gut wie alles weggefressen. Also liebe Wühlmaus, wo auch immer du wohnst hier, bitte lass mir ein bisschen was übrig. Hier auf der anderen Seite vom Beet, da habe ich mir eine Reihe Pastinaken ausgesät. Die sieht man noch nicht, denn die brauchen sehr lange, bis sie keimen. Daneben nochmal eine Reihe Karotten, damit ich so über die Saison verteilt immer schön ernten kann. Zwischen den Karotten, da habe ich überall noch Steckzwiebeln gesetzt. Die sind auch noch nicht gekommen, das dauert noch ein bisschen. Jetzt schaut doch mal, wie schön der Knoblauch bei mir schon gewachsen ist. Ist er nicht schon herrlich dick und groß? Das werden herrliche Knollen. Warum ist das so? Weil ich ihn schon im Herbst in die Erde gepflanzt habe. Die Knoblauchzehen kommen so ungefähr im Oktober in die Erde. Dann können die da schon ein bisschen wachsen, aus der Erde rausschauen, überwintern dann. Das Grün stirbt nicht ab, das ist relativ frosthart. Und haben dann im Frühjahr jetzt schon einen Wahnsinnsvorsprung zu wachsen und bilden herrliche, große Knollen aus.
Ja, und so gibt es schon wieder ein bisschen Mulch. Hier Grasschnitt, ideal von einem Freund, der es nicht braucht. Ich kann es super gebrauchen. Das kommt gleich raus auf meine Beete. Wurscht. Ja, können wir es nochmal drehen? Ja, genau. Gras also nochmal rein. Was meinst du, wie mir oft mir so ein Scheiß passiert? Dass ich irgendeine Aktion mache und dann nochmal von vorne. Oh. Die Arbeiten im Garten sind ungefähr 5-mal so anstrengend. Herzlichen Dank. Ich sag danke, du darfst nicht. Ciao. Hier im Gewächshaus habe ich meine Tomaten bereits gemulcht und zwar ganz einfach mit Grasschnitt. Grasschnitt eignet sich super dafür, denn man kann es schön abdecken. Ihr habt viel weniger Probleme mit Unkraut und die Feuchtigkeit hält sich besser im Boden. Und zu guter Letzt wird es außerdem irgendwann verrotten und zu einem schönen Humus werden. Hier sieht man eines der vielen Gründe, warum ich samenfestes Saatgut einfach viel besser finde als diese F1-Hybriden. Die können sich nämlich selber aussamen und kommen immer wieder. Man kann die Samen also verwenden von samenechtem Saatgut. Seht her, der Dill hat sich selber ausgesamt, wächst hier wie Hölle. Ist das nicht herrlich? Das wäre bei einer F1-Pflanze nicht möglich, denn da kann man die Samen in der Regel nicht wiederverwenden. Hier habe ich überhaupt keine Arbeit gehabt. Der Dill verbreitet sich von selber und schaut, wie herrlich und gesund der wächst. Und schmecken tut er natürlich herrlich. Gleiches außerdem bei der Petersilie, die sich hier von selber ausgesamt hat und wunderbar nachwächst. Und jetzt schaue ich mal zum Elefantenknoblauch. Mal schauen, wie es dem so geht. Jetzt schaut euch mal die Pflanzen an. Sind schon richtig toll groß geworden. Das ist der Elefantenknoblauch. Der soll so faustgroße Knollen kriegen. Bin mal gespannt, ob das bei mir hier auch funktioniert. Jetzt muss aber erstmal das Unkraut raus hier, damit der Knoblauch ein bisschen frei steht. Dazu verwende ich immer so eine Unkrauthake hier. Die hat sich echt bewährt. Sowas kaufe ich mir immer auf dem Flohmarkt. Da kostet es nur 1-2 Euro, so ein Werkzeug. Während man, wenn man es neu kauft von Gardena oder so, dann ist es meistens aus Plastik hier, die Stiele. Geht schnell kaputt und es braucht es einfach nicht, weil das einen Haufen Geld kostet. Sowas hier vom Flohmarkt, ideal und reicht völlig aus gegen Unkraut. Die Hake befördert das Unkraut hier einfach an die Oberfläche. Dort kann es vertrocknen und wird zu Humus mit der Zeit. Finde ich ideal. Außerdem habe ich viel weniger Arbeit, als wenn ich das Unkraut hier alles einzeln von Hand rauszupfen müsste. Zudem wird der Boden so ein bisschen belüftet hier, wenn ich mit der Hake durchgehe. Das tut den Pflanzen total gut. Der Frost hat meinen Esskastanien ganz schön zugesetzt. Also hier kommen sie zum Beispiel nicht. Aber hier kommt eine schöne Pflanze. Ich hoffe auch, die schafft's. Da habe ich noch eine und da ist noch eine. Also so 2-3 Stück werden es schon werden. Meinen Küken bringe ich außerdem immer ein paar Kunststücke bei. Ihr zwei da hinten rechts am Gewächshaus, ihr hüpft jetzt hier über diese Hürde, die ich euch da hingelegt habe. Und hopp, super gemacht, ja. Ja, das Wetter ist ideal, um die Jungpflanzen jetzt ans Wetter draußen zu gewöhnen. Hier habe ich meine Kürbispflanzen, hier roter Zehntner, Hokkaido, Butternut, Herkuleskeule und nachgesät habe ich noch Zuckermelonen. Die kommen später ins Gewächshaus, kann ich nur jedem empfehlen, schmecken super gut. Dann habe ich gesät Basilikum, Lichtkeimer, nur oben drauf und immer schön feucht halten. Lauch, hier hinter mir stehen noch Kohlrabi und Sonnenblumen. Ihr seht, das Wetter ist bewölkt. Ab und zu kommt mal die Sonne durch. Das ist das ideale Wetter, um die empfindlichen Pflänzchen hier ans Sonnenlicht langsam zu gewöhnen. Ich bin hier im Kräutergarten, der ist mir besonders wichtig. Der ist auch nah an der Küche, damit ich beim Kochen immer nur ein paar Schritte habe, wenn ich frische Kräuter holen muss. Bei mir wachsen hier der Schnittlauch. Der steht schon in der Blüte, wunderschön.
Hier ist die Weinraute mit ihren markanten Blättern. Immer nur wenig verwenden, ist ein sehr intensiver Geschmack. Der Estragon wächst üppig und schön. Bohnenkraut steht bei mir voll in der Blüte, wächst wunderbar, ist winterhart, kommt immer wieder. Hier ist die Etagenzwiebel, bildet da oben dann so kleine Knollen aus, sämt sich damit auch selber aus, kommt immer wieder und man kann das Grün wunderbar verwenden. Hier ist mein Salbei, der wächst auch in Massen. Die Pimpinelle wird zum Beispiel in der Frankfurter grünen Soße verwendet, passt aber auch wunderbar in den Salat. Der Oregano, das Maggikraut, herrlich würziges Kraut, sehr kräftig, passt wunderbar in die Suppe. Das hier ist die Minze, da mache ich mir immer so einen Stängel in eine Flasche Wasser rein und habe dann so ein frisches Wasser mit ganz leicht minzigem Geschmack, schmeckt herrlich. Hier der Thymian ist mir eines der wichtigsten Kräuter im Garten, passt zu fast allen Gerichten. Das ist einer meiner Rosmarinpflänzchen, der Winter hat ihm hart zugesetzt, aber ich habe ja zum Glück noch einen zweiten großen schönen Busch bekommen. Das hier ist mein Gummiwagen, hier hatte ich mein Pferdemist gelagert, endlich ist er leer, endlich habe ich es geschafft. Warum heißt Gummiwagen eigentlich Gummiwagen? Vielleicht kann mir das einer von euch erklären, ich weiß es nämlich nicht. Dann wollen wir doch mal schauen, wie viel Kilo Unkrautwurzeln in dem Pferdemist hier lag. Ups, falsches Gewicht. Also, jetzt mal im Ernst. Tja, viel ist es nicht. Die Waage zeigt 6 Kilo an, abzüglich ungefähr 500 Gramm für den Eimer, macht 5,5 Kilo. Wer also 5,5 Kilo richtig geraten hatte, der meldet sich bitte bei mir per PN. Einfach hier Kanalinfo und dann persönliche Nachricht schicken. Der kriegt dann das Glas Honig zugeschickt. Hier habe ich von letztem Jahr einfach mal einen Rosenkohl stehen lassen. Der geht jetzt in die Blüte und ideal für Bienen und Hummeln und Schwebfliegen. Die freuen sich am Nektar und am Pollen. Hier wächst meine Mini-Kiwi, eine weibliche, eine männliche Sorte. Die hat es schwer erwischt in dem Wintereinbruch, den wir im März hier nochmal hatten. Der verträgt es gar nicht gut. Hier die Blätter, die er schon ausgetrieben hatte, sind erfroren und total zu Krümeln geworden. Aber halb so schlimm, überall kommen wieder Blätter nach. Er schiebt nach, hier sieht man es schön, der überlebt es ganz locker. Ja, für meinen Feldsalat ist es definitiv zu spät. Der sieht nicht mehr schön aus, aber den kriegen meine Hühner. Die freuen sich drüber und an die Stelle werde ich dann Paprika hinpflanzen. Put, 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 put. Hey, ihr Kleinen, da schaut mal her. Heidi. Bleibst du wohl drin? Das sind meine Paprikapflänzchen. Das sind die Paprika Panthos, Spitzpaprika, rot, süß, lecker. Die kommen jetzt hier in die Erde. Hier passen nur 9 Paprikapflänzchen hin. Das heißt, ich muss noch Platz schaffen. Und zwar da, wo ich meinen Salat gesät hatte. Das ist hier. Der kommt raus. Und hier kommen weitere Paprikapflänzchen hin. Thank you.
Die etwas größeren Salatköpfe hier, die rette ich natürlich. Die kommen gleich in die Küche. Obwohl vorne und hinten die Tür voll auf ist, also ein Durchzug herrscht, ist hier eine Wahnsinnshitze drin. Das tut den Paprikapflänzchen aber gut, die mögen das, die werden jetzt hoffentlich schön kräftig wachsen. In dem Feld hier habe ich 9, da sind es 12 Pflanzen, macht 21 Pflänzchen wunderbar. Was hatte ich eigentlich letztes Jahr stehen? Da waren die ganz da hinten im Eck. Weiß ich nicht mehr, ich muss mal schnell im Video schauen. Aha. Und dieses Jahr kommen zu den 21 Pflänzchen ja noch mehr dazu. Die kommen ins kleine Gewächshaus. Wird hoffentlich eine richtig tolle Ernte dieses Jahr. Oh Mann, Rigotti. Einmal vergessen, die Türen aufzumachen tagsüber. Es war gestern, es war knallerheiß. Hier drin ist eine Hitze gewesen von ungefähr 55 Grad. Die Tomaten scheinen es überlebt zu haben. Die meisten sehen noch ganz gut aus. Aber die ein oder andere, die hat hier schon so ein paar Verbrennungen abbekommen. Ich muss hier unbedingt einen automatischen Lüfter einbauen. Mann, ist das heiß hier. Wenn man sich ein paar Mal die Klamotten wechselt, dann kann man es aushalten. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Gartenrundgang hier im Mai wieder gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen rauf, erzählt es euren Freunden weiter und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Kommt in Kürze. Bis dahin, euer Selbstversorger Rigotti. Und neben meinem schönen Fenchel, Quatsch, genauso im Einflugbereich, kommt schon wieder die nächste. Also genauso im Einflugbereich, ja, was hier so wächst, Quatsch. Ein paar Reihen Karotten, da bin ich, hier hatte ich mir eine Reihe Feldsalat hingepflanzt, hingesät. Hier lässt man der Natur einfach ihren Lauf. Hier seht ihr noch meine Anzucht an. Hoho, hallo. Hier seht ihr noch meine Anzucht an, was eigentlich? Hier seht ihr noch meine Anzucht an einen Hokkaido-Kürbis und den Butternut und die Herkuleskeule. Hier seht ihr noch meine Anzucht an Kürbissen. Ich habe hier den roten. Hier seht ihr noch meinen geliebten Hokkaido zum. Und an die Stelle hier werde ich dann meine Paprikapflanzen hinsetzen. Yes, ist zu holprig. Den kriegen aber die Hühner, die freuen sich sehr drüber. Der kommt jetzt raus, den kriegen die Hühner, die freuen sich der drüber. Schon wieder. Das sind meine Paprikapflänzchen, das sind die Pimientos de Padron. Quatsch. Macht 21 Pflänzchen. Ah. Ah. Ist das brutal heiß im Gewächshaus. Richtig heiß hier im Gewächshaus. Man muss sich ein paar Mal die Klamotten wechseln. Dann geht's. Ich hoffe, euch hat der Hubschrauber. Nein!